Hallo, hallo Leute, liebe Freunde und Zuschauer. Heute halt mal eine Runde Lust, eine Runde. Naja, mal auch ab und zu, mal, aber aus abseits von Sonic the Hedgehog Franchise mal wieder was zu zocken mit euch. Und zwar ein Spiel, was ich damals in meiner Schulzeit, könnte man sagen, auf Nintendo 64 gerne gezockt hatte. Und den Nachfolger natürlich auch, obwohl der ein bisschen schwieriger war. Banjo-Kazooie. Ja, ist im Game Pass drin, nur als kleine Info. Gut. Und wie sagt deine Cutscenes, werde ich mich schön leise machen oder ich versuche mal die Charaktere zu imitieren. Gut, das Intro lassen wir mal abspielen. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer gepflegten Runde Banjo-Kazooie. Gut. Wie gesagt, das ist jetzt die Xbox 360-Version. Ist auch, wie ihr gesehen habt, im Menü, Xbox-Menü. Auch in Rare Replay verfügbar. Ja. Ich hab schon einmal durch. Ja. Ja, über 7 Stunden gezockt. Und ja. Wir nehmen den letzten Spielstand, wo er Gameboy zockt. Den guten alten grauen Kasten. Okay. Na, mal sehen, ob ich Grotilda imitieren kann. Meine Nase ist sowieso ein bisschen im Eimer. Naja, macht nichts. Vielleicht macht sich das bei der Hexe vom Vorteil. Das ist ja eh so eine olle Rechtstante. Dingpot, mein Kessel! Sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grotilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe den schönsten Kopf. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Tutti ist so süß, klein. Ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel! Ich mache aus dir einen Sessel! Tutti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Dem Biest werde ich es zeigen! Er ist leicht asynchron, aber das liegt an der Xbox-Variante. Oh.
Hallo Tutti, was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Ja, leicht asynchron. Und er pennt. So wie Ike, bin auch Langschläfer. Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Aus Tutti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Ich werde das aber mit dem Synchronisieren nicht immer machen. Weil man geht auf die Stimme. Und es gibt jetzt Ärger. Ich lasse es lieber. Das belastet nur die Stimmbänder. Ihr könnt ja selber lesen. Weil ich habe eine schiefe Nasenwand, das ist ein bisschen anstrengend. Endlich wacht er auf. Das Tutorial machen wir nicht, weil wir das schon haben. Ich kenne das schon. Gut. Gut, na dann wollen wir mal. Wie sagt, man kennt die Moves alle in Banjo-Kazooie. Kamera-Sache, die Sprünge. Klettern am Baum, schwimmen. Und ja, Musik ist übrigens auch von Grant Kirkhope, unter anderem. Außer jetzt vom Blastcore, das von Gramme Nogate. Müsste ich auch mal weiter zocken. Irgendwann mal. Wenn ich Zeit und Lust habe. Noch halt ja den Game Pass. Dann zocke ich mal das. Eins meiner Kindheitsspiele. Neben Sonic the Hedgehog, sagen wir mal so. Sonic the Hedgehog hatte ich ja nur auf dem Master System gespielt. Nur als kleine Randnotiz. Naja, und hier in Banjo-Tooie wird hier ein Durchgang sein. Naja. Nee, kriege ich nicht. Ist mir auch jetzt eine Latte. Die Leben werden sowieso mal wieder beim neuen Start auf 3 Runden zurückgesetzt. Gut.
Gut. Die Texte sind alle geändert. Seit N64. Naja. Gut. Mumbus Mountain machen wir dann in der nächsten Folge. Wir öffnen schon mal die Tür. Gut. Gut, damit wollen wir mal den Part hier beenden, die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Banjo-Kazooie, der Xbox 360-Version. Hier auf Akito, von Akito Channel. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen netten Kommentar von euch freuen. Und wenn ihr neu auf diesem Channel seid, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert auch die Glocke. Also haut rein, tschüss!